Ein Schlag in das Gesicht für über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Pensionierte Beamte, Bundesbeamte bekommen die Inflationsausgleichsprämie. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich schaue gerade auf eine Mitteilung auf der Internetseite von Verdi und da verschlägt es mir sozusagen dem Atem das Gesicht. Das Bundeskabinett hat am 13. Juli 2023 ganz still und heimlich, meine Damen und Herren, den Gesetzesentwurf für das sogenannte Besoldungsanpassungsgesetz angenommen und wird diesen Gesetzesentwurf in die Abstimmung im September diesen Jahres in den Bundestag bringen. Damit sind die formellen Voraussetzungen erfüllt, dass die Betroffenen, dass Beamtinnen und Beamte, also aktive Bundesbeamtinnen und Beamte, die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie bekommen. Und jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, auch die Besoldungs- und Versorgungsempfängerinnen und Empfänger werden diese Inflationsausgleichsprämie steuerfrei erhalten. Und zwar in Höhe bis 2.152,50 €, also 71,75% des höchsten Ruhesatzgehaltes. Aber da muss man davon immer gucken, wie dann der individuelle Ruhegehaltssatz des jeweiligen Beamten dann ist, der pensioniert ist. Meine Damen und Herren, ich finde es ja wirklich wunderbar, dass alle pensionierten Beamten des Bundes dieses Geld bekommen. Ich finde es aber ein Schlag in das Gesicht von 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, dass die Bundesregierung es sich wagt, wirklich diesen Schritt zu gehen. Das ist, finde ich, eine richtige Frechheit, dass hier nicht alle gleich behandelt werden. Und deshalb fordere ich die Bundesregierung hiermit auf, zahlen Sie den Rentnerinnen und Rentnern, den gesetzlichen Rentenempfängern, auch bis 2.152,50 €. Denn das Geld steht Ihnen genauso zu wie den pensionierten Beamtinnen und Beamten. Ich frage mich ganz ehrlich, wo hier der Unterschied sein soll zwischen einem pensionierten Beamten und einem gesetzlichen Rentenempfänger. Möglicherweise bekommt der gesetzliche Rentenempfänger noch viel zu wenig Rente oder viel zu viel Rente, damit er dann nach Ansicht des Bundesgesetzgebers vielleicht auch Anspruch auf diese Inflationsausgleichsprämie hat. Wir wissen doch alle, dass pensionierte Beamte deutlich mehr Altersbezüge bekommen als gesetzliche Rentenempfänger. Also, meine Damen und Herren, was Ihren Beamten recht und billig ist, muss den gesetzlichen Rentnerinnen und Rentnern auch dann gut und teuer sein. Und wenn es eben 50 Milliarden Euro kostet, das ist jetzt Ihr Problem. Meine Damen und Herren, ich finde ein Skandal, eine Frechheit, dass jetzt hier pensionierte Beamte dem Vorzug gegeben wird und gesetzliche Rentnerinnen und Rentner das Geld nicht erhalten. Übrigens, bei der Energiepreispauschale haben wir ja auch alle in einem Boot gesessen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.